Ich wiederhole hier mal die Mengenschreibweise A geschnitten, B A vereinigt, B A quer und ein bisschen so komplizierte Geschichten, damit es anschaulich wird. A sind die Angler, B sind die Ballspieler und man malt sich gern sowas auf. Und hier habe ich A, hier habe ich B und das sind immer Menschen. Also wenn einer hier steht, ist er nur Angler, aber nicht Ballspieler. Und der hier ist Ballspieler, aber kein Angler. Und der, einmal mal blau, der blaue ist beides Ballspieler und Angler. Und der grüne, der ist weder noch, der mag keine Bälle und keine Fische. Und wenn ich jetzt, das ist das erste, A geschnitten, B, die Schnittmenge, das ist dann so ein und. Jemand ist sowohl Angler als auch Ballspieler. Das sind die Leute hier. Die blauen, es können mehrere sein. Genau. Dann gehen wir so ein bisschen weiter. Machen wir mal die Vereinigung. So. A vereinigt B. Ich habe hier wieder die Bommel und ein A und ein B. Und ich meine jetzt alles. Das ist ein Oder. Jemand ist also entweder Angler oder Ballspieler oder beides. Ja, alle hier. Die einzigen, die nicht drin sind, sind die hier, die keine Bälle mögen und keine Fische mögen. Und als nächstes, wieder hier so ein A quer. A quer, ich habe hier wieder meine Geschichten. A, B, das ist immer nicht A. Das heißt, alle, die nicht angeln, ja, die mögen Tiere und mögen die Fische und so. Und das ist also entweder der Ballspieler, der nicht angelt, oder der Nicht-Ballspieler, der auch nicht angelt. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich dann, das ist das Grundlegende, und jetzt kann ich so ein bisschen spielen. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel mal A geschnitten, B quer mir anschauen. Da male ich immer meine Bommel. So, A und B. Ich mache jetzt einfach mal so weiter. Also jetzt, das mache ich mal gelb, B quer. Das ist außerhalb von B. Dann mache ich A, mache ich blau. Das ist der Teil. Und was ist dann das Ganze? Offensichtlich, also geschnitten heißt und. Ja, es muss zugleich gelb und blau sein. Hier bin ich. Also ich interessiere mich für alle, die angeln, aber nicht Ballspiel. Also nicht die Angler mit Ball, also nur Angeln. Und der nächste ist wieder so ein Spiel, A geschnitten. Ja. Genau, A vereinigt B und ein großes Quer. Das geht so, ich habe hier ein A und ein B. So, A vereinigt B, das ist ja beides. Ja, das ist jetzt hier so, machen wir das mal so grün, so, das ist beides. So. Und jetzt ein großes Quer heißt alles, was nicht ist. Das heißt hier alle, die keine Lust auf Angel- und Ballspiel haben. Ja, also alle, die weder Ball noch so. Und das ist zufällig. Was heißt zufällig? Nichts ist zufällig in der Mathematik. A quer geschnitten, B quer. Das male ich jetzt nochmal. A quer geschnitten, B quer. Also so und so und A und B und A quer, also B quer ist gelb. So. Dann A quer ist blau. Außerhalb. Jetzt habe ich hier ein, also das ist blau. Jetzt, ich interessiere mich für ein geschnitten. Das heißt, es muss sowohl gelb als auch, dann können wir ein bisschen mehr gelb malen, ja, ein bisschen mehr blau malen, so, und ein bisschen mehr blau, alles außerhalb. Ja, wo ist es gelb und blau gleichzeitig? Und das ist eben außerhalb. Ja, das, was ich oben schon hatte. Also die beiden sind gleich. A vereinigt B großes Quer oder A quer geschnitten, B quer ist gleich. Dann, jetzt könnte ich noch, ein letztes mache ich noch, genau, hier. Weil es so Spaß macht. Ich mache noch A geschnitten, B quer. A geschnitten, B großes Quer, also so, da ist A und da ist B. Also A geschnitten B ist ja der Teil. Und jetzt ein großes Quer heißt alle die hier irgendwie so sind. Das heißt alle, die nicht zwei Hobbys haben. Alle, die entweder nur ein Hobby haben oder überhaupt kein Hobby haben. Das sind die A geschnitten B quer.